was ist die Beziehung zwischen dem Kufr und dem Schirk? Der Kufr untergliedert sich ja bekanntlich in 5 Arten. Diese Arten beschreiben in der Realität die Beschaffenheit oder die Ursache des Kufrs. Das heißt, diese Bezeichnungen sind eigentlich Bezeichnungen für die Ursachen des Kufrs. Die Arten sind zugleich die Ursachen. Das nennt man Idafatu Sabab ila al-Musabab. Wenn wir nämlich sagen Kufru Takdib, haben wir einmal die Ursache und einmal das Verursachte. Also das ist eine genitive Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Der Kufr ergibt sich nämlich aus folgenden 5 Gründen, wie gesagt, welche zugleich dann auch einfach als die Arten des Kufr bezeichnet werden. Das erste ist der Kufr durch das Leugnen. Und ich drücke das extra so aus, indem ich sage durch das Leugnen, damit diese Sababiyya, das heißt, die Ursache erkenntlich wird, dass das eben die Ursache des jeweiligen Kufr ist. Kufr al-Takdhib, das heißt zu glauben, dass die Propheten gelogen haben. Oder manifeste Inhalte ihrer Botschaft abzustreiten. Das ist äußerst wichtig. Denn nicht immer, wenn man etwas abstreitet, ist es unmittelbar Kufr. Die Ahlul Ilm unterscheiden hier in der beispielsweise die Verbürgtheit eines Textes. Ist er unanfechtbar in Bezug auf seine Verbürgtheit? Dann, oder wie zum Beispiel Texte, die Mutawatira sind, Ahadith Mutawatira. Wer sich leugnet, fällt unter diese Kategorie des Kufr. Aber wenn jemand beispielsweise Ahadith leugnet, die nicht diesen Grad der Verbürgtheit erreicht haben, darin streiten sich die Ahlul Ilm. Oder jemand, der den Ijma' leugnet. Der Ijma' unterscheidet sich nämlich auch. Es gibt den Ijma' al-Qat'i, also definitiven Ijma'. Wer den leugnet, ist ein Kafir. Wer aber einen potenziellen oder spekulativen Ijma', den sogenannten Ijma' al-Dhanni, bestreitet, ist nicht unbedingt ein Kafir. Tayyib. Das heißt, das Bestreiten von manifesten, definitiven Inhalten, das ist also Inhalten dieser Botschaft des Prophetentums, auch wenn er die Propheten nicht im Allgemeinen der Lüge bezichtigt, auch das ist eine Form des Kufr. Und diesen nennen wir Kufr al-Takdhib. Kufr al-Takdhib, dieses Wort ist eine Genitivverbindung, Idafa. Kufr ist das erste Glied, Takdhib das zweite Glied. Und wie gesagt, das ist eine Genitivverbindung der Kausalität oder der Ursache. Also sie beschreibt die Ursache. Der Kufr, der ausgelöst wird oder dessen Ursache der Takdhib ist. Zweitens, der Kufr durch das Zweifeln. Durch das Zweifeln. Kufr al-Shakki wal-Dhann. Das heißt, an der Wahrhaftigkeit der Propheten zu zweifeln. Oder an einem manifesten, definitiven Inhalt ihrer Botschaft zu zweifeln. Das ist äußerst wichtig auch hier wieder, dass man sagt manifest und definitiv. Drittens, Kufr durch die Abwendung, Kufr al-I'rab, das heißt sich gänzlich von der Religion abzuwenden, indem man sein Herz, Gehör und Wissen von allem wegkehrt, womit die Gesandten erschienen. Das führt natürlich auch dazu, dass man nichts umsetzt. Sämtliche praktische, praxisbezogenen Handlungen unterlässt. Und das selbst ist eine Form des Al-Kufr, wie wir später auch sehen werden. Viertens, der Kufr und Nifaq. Kufr al-Nifaq, das heißt, den Islam äußerlich preiszugeben, wobei man aber den Unglauben beherzigt. Fünftens, Kufr al-Iba'i wal-Inadi wal-Istikbar, Kufr der Verweigerung und des Widersetzens, der Kufr des Widersetzens, das heißt, die Wahrhaftigkeit und Richtigkeit der prophetischen Botschaften zu kennen, sich aber ihr bewusst aus Hochmut und Sturheit zu widersetzen.
ihr zu widersetzen. Nicht nur zu widerhandeln, sondern widersetzen. Denn das zu widerhandeln ist eine Sünde. Der Inad und Istikbar, das sich widersetzen, sich dagegen stellen, ist eine andere Sache. Das Charakteristikum und die Ursache des Polytheismus des Schirk kann genau in einer oder mehrerer der eben fünf genannten Kategorien des Kufr liegen. Also die Ursache des Schirk kann ebenfalls der Takdib sein, es kann der Kufr Shak Wallan sein, Schirk durch Irab, Schirk des Nifaq, Schirk des Al-Iba wal-Inad und so weiter. Das können ebenfalls all diese fünf hier genannten Ursachen und Charakteristiken können Ursachen und Auslöser des Schirk sein. Dann stellt sich aber die Frage, was ist denn dann der Unterschied? Wo liegt der Unterschied zwischen dem Kufr und dem Schirk? Die Ulama, die Ahlul Ilm, die Islamwissenschaftler sowie die Linguisten sind in zweiter Meinung über den Unterschied zwischen dem Kufr und dem Schirk. Und diese lassen sich grob umrissen in zwei Auffassungen zusammenführen. Erstens, der Kufr und Schirk sind Synonyme, Mutaradifat. Na, jeder Kufr ist dementsprechend Schirk und jeder Schirk ist Kufr. Das ist eine Auffassung unter einigen der Ahlul Ilm und einige Sprachwissenschaftler. Zweitens, der Kufr, die zweite Auffassung ist, dass der Kufr ist umfassender, allgemeiner und genereller als der Schirk. Und demgemäß wäre der Schirk ein Teil des Kufr, nicht der ganze Kufr an sich selbst. Betrachtet man die Verwendung, und daraus sehen wir auch, oder darin sehen wir, dass manchmal die Fragen wie ist das Kufr oder Schirk in Bezug auf bestimmten Dingen, die beispielsweise wegen Darurat oder dem Ikrah zugelassen werden, für die Auffassung der Ahlul Ilm, die akute Darura, Notsituation, wie eine Zwangssituation behandeln, da erübrigt sich diese Frage und die Unterscheidung, da es keine Auswirkung auf den Sachverhalt als solchen hat. Dennoch muss man sagen, wenn man die Verwendung des Begriffes Schirk und Kufr kontextual in den offenbarten Texten, also des Koran, des Sunna betrachtet, wird ersichtlich, dass beide Auffassungen nicht unbedingt falsch sind. Also jeder dieser zwei Gruppen hat das aus einer bestimmten Warte und Perspektive angeschaut und demgemäß dann definiert. Wir sehen nämlich im Koran, dass diese Begriffe und Wörter zuweilen synonymisch benutzt werden. Hauptsächlich wird das Wort Schirk aber für die Anbetung anderer als Allah Ta'ala verwendet oder andersartige Formen des Polytheismus. Wir können an folgender Stelle des Koran sehen, dass der Begriff Kufr für eine unmissverständliche polytheistische Lehre verwendet wurde. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Wahrlich ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Al-Masih, der Sohn der Maria. Sprich, wer vermöchte wohl etwas gegen Allah, wenn er den Messias, den Sohn der Maria, seine Mutter und jene, die allesamt auf der Erde sind, vernichten will. Allah ist das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen beiden ist. Er schafft, was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Al-Sheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, rahimahullah, sagt: Al-Shirku wal-Kufru yutlaqani bima'nan wahid. وهو الكفر بالله وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله
فيكون الكفر أعم. Das, was Sheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, rahimahullah, hier sagt, ist eigentlich wortwörtlich ein Zitat des An-Nawawi. Das hat er in. Naam, tayyib. Der Schirk und Kufr, er sagt, der Schirk und Kufr benennen mitunter ein und dasselbe. Also werden als Synonyme verwendet. Und zwar der Unglaube an Allah, der Kufr billah, egal wie er geschehen mag. Zuweilen wird aber unterschieden und differenziert. Und der Schirk betrifft dann die Anbetung von Götzen und anderen Geschöpfen mit der Anerkennung Allahs. In diesem Fall ist der Kufr allgemeiner.